Herzliches Willkommen auch in die Runde. Einen schönen guten Abend und klasse, dass ihr euch abends diese Zeit nehmt. Und wir hoffen auch, dass es sich für euch gelohnt haben wird, wenn wir spätestens um 20.30 Uhr eben auch unsere Session dann beendet haben werden. Ich mache mal eine Bildschirmteilung. Ich blende mal was ein, damit ihr seht, was wir heute geplant haben. Und zwar, wir sagen ja, unser Slogan ist, glücklicherweise ist es Nowoka, und das wollen wir heute mit eben auch mal ein bisschen Inhalt belegen. Hoffentlich kommt ihr auch zu dem Schluss, glücklicherweise ist es Nowoka, weil wir einen Schwerpunkt nämlich auf Folgendes legen wollen. Zum einen, dass ihr verstanden habt, worum geht es denn eigentlich, wenn wir von VUCA reden. Es gibt noch Menschen, die wissen nicht, was hinter VUCA steckt, und es ist einfach jetzt erstmal eine ganz neutrale Wahrnehmung. Und es gibt dann allerdings auch eine positive Übersetzung, und da wird unser Schwerpunkt drauf liegen, dass wir euch vermitteln, was sind Entscheidungs- und Lösungsstrategien im Umgang mit VUCA. Und ich tue das inzwischen schon eine ganze Zeit lang, aber ich tue es nicht alleine, und deswegen kurz hier in der Runde die Gelegenheit für Ingo, Patricia, Stefan und auch mich zum Schluss nochmal mit einem Satz die Gelegenheit, euch vorzustellen, damit unsere Runde hier auch weiß, mit wem hat es denn zu tun, wenn wir, liebe VUCA-Taristas, heute Abend das große Vergnügen haben, die Session zu gestalten. Ingo, du liebst VUCA, weil? Ich liebe VUCA, weil es immer wieder tolle Herausforderungen gibt. Und ja, ich mag Herausforderungen, und es ist alles andere als langweilig. Genau. Und du bist, wir können gerne, das interessiert euch vielleicht, was seid ihr genau, weil alles im Flow, das passt ja auch zu dem, wo du herkommst sozusagen mit einem Satz. Ja, genau. Ich bin Agile-Coach, und alles im Flow kommt so aus meinem Kanban-Hintergrund hauptsächlich. Dort geht es ja darum, einfach, dass die Arbeit sich wie ein Flow bewegt, durch unser System bewegt, genau. Ingo, danke. Patricia, übernimm doch bitte. Ja, danke schön. Und Tobi? Ich liebe VUCA, weil das Leben voller Überraschungen steckt. VUCA ist so wie ein großes Überraschungsei. Man weiß nicht genau, was so kommen kann. Es fordert uns natürlich heraus, aber es hält uns dadurch auch lebendig, weil wir müssen wach bleiben, wir müssen neugierig bleiben, wir sollten auch achtsam sein und immer offen sein für Neues und gleichzeitig aber auch das, was bewährt ist, auch wertschätzen, vielleicht nicht immer über Bord werfen. Also wir sind in einem ständigen Spannungsfeld, und das kann ganz schön fordernd sein, aber das hält uns auch, denke ich mir, ganz schön lebendig. Danke, Patricia. Studio München. Ihr werdet gleich von mir noch was hören zu den verschiedenen Studios. Studio München, bitte, Stefan. Studio München aus den Abendstunden. Schönen guten Abend, Stefan Kerners, Organisationsentwickler, Teambegleiter, Teamenthusiast, deswegen auch da Magic of Teams, weil zweites Standbein früher mal der Leistungssport sehr stark vertreten, und natürlich VUCA und Mannschaftssport ganz eng beisammen, weil auch da weiß keiner genau, was in 5 Minuten passiert. Auch da weiß keiner genau, was der Wettbewerb, was der Gegner draußen macht. Also der Umgang mit unklaren Spielsituationen und trotzdem Teams, Mannschaften zum Erfolg zu führen, hat für mich ganz viel mit VUCA auch zu tun. Und daher, I'm loving it. Dankeschön. Ja, Queen of VUCA, Waltraud. Also ich bin nicht vom Adel. Der Stefan war irgendwann einmal so nett und sagt, du bist doch die VUCA-Queen. Okay, ich nehme es jetzt einfach mal und sage tatsächlich, ich bin diejenige von uns in der Runde, die sich am längsten mit dem Thema beschäftigt. Das ist mir mal irgendwie 2015, 2016 vor die Füße gefallen. Und dank Corona, es gibt ja viel Gutes im Schlechten, ist VUCA für jeden erlebbar. Und wir haben jetzt in unserer Truppe eben was daraus gemacht, dass wir eine VUCA-Facilitator Qualifizierung aufgesetzt haben und jetzt eben die Gelegenheiten nutzen, ja genau dieses, warum kann VUCA auch Spaß machen, in die Welt bringen. Ich selbst bin Organisationsberaterin, Coach, Sparringspartnerin für Entscheider. Ich war auch mal Führungskraft, und ich würde sagen, lang bevor ich wusste, das Wort agil wird mal so populär, war ich das schon, also weil es ist für mich tatsächlich eine Haltung und irgendwie so ein Lebensmotto. Ja, so viel zu uns. Gerne, wenn euch mehr interessiert, Fragen dann. Und wir wollen in das Thema einleiten, indem wir euch einen kleinen Film zeigen. Der geht 3,5 Minuten. Der ist von 2015, und es gibt mittlerweile eine neue Version, zu der wir jetzt im Moment öffentlich noch keinen Zugang haben. Kommt aus der BMW Group. Und wir finden es immer wieder interessant, in einem kurzen Impuls mal das erlebbar zu machen, worüber wir dann auch konkret in unserer Interaktion mit euch, der herzlich eingeladen seid, auch sprechen werden.
Und lasst mich mal, ups, warum geht das jetzt nicht weiter? Na, stopp, genau, gucken. Wir wollen euch damit auch nochmal näher bringen. VUCA wurde verstanden. Was bedeutet es denn? Wie gesagt, der Reza Rasavi von BMW Group und jetzt Dr. Simon Sagmeister vom Culture Institute in der Schweiz haben den miteinander verfasst. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Erleben, diesen Film anzuschauen. Erste Impressionen von euch ja mal zurückgemeldet zu bekommen. Gibt es irgendwas, was euch bewegt, wenn ihr das seht? Dafür wollen wir einfach gerne kurz den Raum lassen, bevor wir dann auch nochmal gucken, wer von euch ist denn mit dem Thema eigentlich schon bestens vertraut. Ja, gibt es Impressionen oder Rückmeldungen zu den Impressionen, die ihr da gerade bekommen habt? Und Michel, Chat ist natürlich auch in Ordnung, ne? Da haben wir dich ja auch, du hast den Chat im Auge. Gerne über die Handzeichen auch. Das ist so, wie wir arbeiten auch. Wenn euch was bewegt, gerne her damit. Ich fand das Video sehr gut. Gefällt mir. Also mal gucken. Ich glaube, damit kann man sehr gut viele Aufhänger draufpacken auf Sachen, die momentan die Unternehmen, zumindest mal unsere Kunden, umtreiben. Da ist es, ja, wie kriege ich die Geschwindigkeit aufgebaut, die ich brauche? Das ist so die Überschrift. Ja. Absolut. Und interessant ist, Michael, wie gesagt, das Video ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ja, wir können mal gucken, ob wir an diese neue Version rankommen. Und es wäre interessant zu vergleichen, hat sich denn da was verändert? Und wenn ja, was ist es? Ja, genau das ist es, ja. Man denkt, es ist brand new. Wie gesagt, VUCA, das wird auch eine Botschaft von uns sein. Glücklicherweise ist es nur VUCA. Das gibt es schon länger. Nur die Frage ist, wie wirkt es, welche Auswirkungen hat es? Und genau da gucken wir heute auch noch näher drauf. Michael, danke. Ja, denn dann kommt noch was. Ich sehe nichts, wir machen dann weiter. Das ist ein Angebot. Wir laden euch herzlich dazu ein, euch zu beteiligen und sehen das an anderen Stellen ebenfalls nochmal vor. Wer von euch
Genau, da hätte ich jetzt gern möglicherweise mal ein Handzeichen. Wer kennt denn den Begriff VUCA schon? Wenn ich jetzt so in die Runde fragen würde, wer von euch könnte den Begriff VUCA textsicher erklären? Sebastian. Okay, Sebastian, ich sehe noch wenige Hände. Willst du erklären, was müsste ich verstanden haben, wenn es darum geht, VUCA, was soll ich unter VUCA verstehen, womöglich, wo kommt es her? Wir haben natürlich Folien, ganz klar, aber Sebastian, wir hören ja gerne Corinna ebenfalls. Ja, was können wir von euch lernen zum Thema VUCA? Wo kommt der Begriff her? Was hat es mit dem Begriff auf sich? Noch nie vorher gehört, ist auch interessant, ja. Sebastian, gib dem Ganzen einen Ton. Nein. Corinna, du? Ja, ich kann dem Ganzen natürlich einen Ton geben. Die einfache Übersetzung ist ja von VUCA, volatil, unsicher, komplex und Ambiguität. Das bezeichnet einen Zustand unserer derzeitigen Welt, eben diese schnelllebige Welt, die für viele eben tatsächlich volatil gesehen wird und nicht mehr so einfach handelbar. Mhm. Sage ich es mal kurz, aber ich fasse mich kurz, ausnahmsweise. Sehr gut, danke. Also, wir bringen noch etwas mehr Licht in diese Sache. Und zwar, es ist tatsächlich so, also ich sage immer, wer schon lange nicht mehr auf meiner Homepage war, ist nicht auf dem aktuellen Stand, weil er oder sie sagt, das kommt aus dem American War College, also vom amerikanischen Militär, der Begriff. Tatsächlich ist es so, das amerikanische Militär hat den Begriff aufgenommen, spätestens seit Anfang der 90er Jahre, als eben diese Weltordnung, ne, die ja über viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ja irgendwie Bestand hatte, die war auf einmal hinfällig, nachdem es eben diesen Kalten Krieg nicht mehr gab. Es wurden neue Blöcke gebildet, es wurde also wirklich volatiler, unsicherer, mehrdeutiger, ne? Die ganzen auch Interessengruppen und Blöcke und so weiter. Ja. Und tatsächlich haben die einen Begriff aufgenommen, der von zwei Wirtschaftswissenschaftlern kommt. Und die Bennis und Nanes haben das im Zuge der Leadership-Theorie in die Welt gebracht. Also die haben damals schon gesagt, liebe Leaders, liebe Manager, bereitet euch darauf vor, bitte berücksichtigt diese vier Phänomene, die sich eben unter VUCA, unter diesem Kunstwort fassen lassen. Und inzwischen ist es eben so, wie gesagt, Corona hat es möglich gemacht. Es ist irgendwie, es gibt eigentlich keinen Bereich mehr im Leben, in der Welt, in der Organisation, in Teams für einzelne Menschen, die von VUCA nicht betroffen sind. Und das finde ich hochinteressant. Die wissen zwar nicht, wie es heißt, die erfahren aber, wie es wirkt. Und da wollen wir heute eben auch noch mal ein bisschen mehr drauf gucken. Und Patricia, an der Stelle, an der Stelle, Patricia, gebe ich gerne mal an dich weiter. Denn interessant ist ja einfach zu erfahren, was sind denn so die Herausforderungen von VUCA? Genau, also Buchstabe für Buchstabe, wir haben gehört, es ist ein Akronym, das V steht für Volatilität. Das Wort VUCA, das ja aus dem Englischen kommt, funktioniert ja im Deutschen ja auch gut. Wir haben nur beim K, also K und C, ne, einen Unterschied. Volatilität, ja, man kennt den Begriff aus der Börsenwelt. Volatilität zeigt das Ausmaß von Schwankungen innerhalb einer kurzen Zeitspanne an. Das sind also Veränderungen, die sprunghaft, die sehr schnell daherkommen und uns oft recht unerwartet treffen. Wenn man aber wachsam ist und Signale richtig deutet, also kann man dann schon Veränderungen antizipieren. Das ist aber meistens ein bisschen unbequem, weil man dann aus der Komfortzone heraustreten muss. Aber spätestens wenn die Veränderung da ist, das Neue da ist, das können auch wirklich große, disruptive Veränderungen sein, dann muss man sich bewegen, dann muss man sich anpassen, dann muss man sich teilweise neu erfinden. Und denken wir daran,
waren die Covid-Pandemie und damit auch die erzwungenen Lockdowns, die es gegeben hat in den unterschiedlichen Variationen. Das war ganz schön viel Volatilität drinnen, denn wer hätte noch vor, sagen wir, 2 Jahren gerechnet, dass sehr viel Geschäftsleben online stattfindet, dass so gerade aus der Welt, wo ich komme, als Trainerin, als Coach, als Beraterin, dass sehr viele Formate heute digital stattfinden, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, noch eben vor Corona, die ich auch gar nicht im Griff gehabt habe vor Corona, also auch in diesem Tool, in dem wir uns hier befinden. Das sind alles Dinge, die also auch gekommen sind, weil es große Veränderungen gegeben hat, die gekommen sind, um auch zu bleiben. Und Gott sei Dank gibt es die analoge Welt immer noch und es ist schön, dass es wieder möglich ist, also sich auch wieder live und in echt zu begegnen. Aber es gibt auch gute Sachen, die bleiben und auch die Möglichkeit, eben uns auf diese Weise hier zu begegnen. Mhm. Und Volatilität hat immer auch natürlich mit den anderen Dingen, die da stehen, zu tun, vor allen Dingen auch mit Unsicherheit. Und da gebe ich an dich weiter, Stefan. Richtig. Unsicherheit als Counterpart ja zur Sicherheit, zum Planbaren. Mal vor allem im Blick so auf Wirtschaftsmärkte hat sich das einfach sehr, sehr stark verändert. Während Mitte des 20. Jahrhunderts Märkte noch planbar, bedienbar waren, prozessorientiert, steuerbar waren. Terrorismus war so ein großes Wort, Industrialisierung. Ja, ein paar Leute haben gedacht, ein paar haben gemacht. Die Märkte waren noch weit, sie waren noch offen. Und ich konnte relativ klar berechnen, wenn ich quasi mehr Leute einstelle und mehr produziere, verdiene ich auch mehr Geld. Diese Gleichung zählt heute nicht mehr, weil einfach ja, die Märkte sind erschöpft, sie sind globaler vernetzt. Es herrscht viel mehr Komplexität, kommen wir gleich zu, in den Märkten. Also insgesamt, ich kann nicht mehr genau vorhersagen, wozu mein Handeln eigentlich führt. Weil der Wettbewerb sich verändert hat, weil die Geschwindigkeit sich verändert hat, weil die Geschwindigkeit der Informationen sich verändert hat. Es herrscht weniger Kausalität im Markt. Und wenn weniger Kausalität insgesamt in Märkten herrscht, dann muss ich halt Entscheidungen treffen. Deswegen auch das Bild mit der Maus. Ich muss Dinge entscheiden. Ich muss entschieden agieren, obwohl ich eigentlich nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Und das ist eine sehr, sehr starke VUCA-Kompetenz, wie wir sagen. Wie gehe ich mit Situationen um, wenn ich das Ergebnis nicht genau antizipieren und maximal prognostizieren kann? Und eine Idee oder ein Ansatz, den wir immer wieder predigen, ist ja der Bereich, hey, mach dir erstmal einen Überblick über die Informationen, die irgendwie herrschen, ja, und schau, was kannst du konkret beeinflussen? Und wenn ich halt schon vorher weiß, hey, in diesen Dynamiken habe ich eigentlich gar keinen Einfluss drauf, dann geht es womöglich, andere Werkzeuge anzusetzen, als in den Bereichen, wo ich selber noch Dinge kontrollieren kann. Erstmal unterscheiden, okay, was ist hier noch kausal steuerbar in meinem Kontext? Und was ist eigentlich ja nicht mehr kausal und damit auch komplex und damit anders zu handeln für mich als Beteiligter, als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Unternehmensinhaber, als Beraterin? Da gibt es ja sehr, sehr viele Bereiche. Und der Umgang mit diesem, ich weiß nicht genau, was kommt, ist eine klare VUCA-Kompetenz, eine klare Kontextkompetenz. Und dort mit Werkzeugen zu agieren, die es mir einfacher macht und auch möglich macht, diese Unsicherheit auszuhalten und trotzdem im aktiven Tun zu bleiben und nicht in so eine passive, ich kann eh nichts machen, Haltung zu verfallen, eine wichtige Kompetenz und auch eine der Hauptherausforderungen im Umgang mit VUCA. Und Ingo würde uns gern und gleich etwas zum Bereich der Komplexität sagen wollen, lieber Ingo. Ja, Stefan, du hast teilweise du hast den Begriff Komplexität schon ein paar Mal verwendet und hast auch, glaube ich, das Hauptkriterium für Komplexität auch schon genannt, nämlich, dass diese Ursache-Wirkung-Beziehung verschwindet oder nicht mehr da ist. Und wir wissen heute nicht, wenn wir das oder das in einem komplexen Umfeld machen, dann passiert als Ergebnis genau das, was wir erwarten. Ja? Und dadurch braucht es natürlich auch andere Arten von Herangehensweisen. Wie können wir uns solchen Problemen stellen? Wie können wir damit umgehen? Ne? So, ich sag mal, sowas wie Best Practices oder Dinge, die schon immer funktioniert haben, funktionieren plötzlich nicht mehr. Und das ist die große Herausforderung bei dem Thema Komplexität. Und dann bei Ambiguität, glaube ich, übergebe ich wieder an Waltraud.
Du glaubst richtig. Danke, danke euch. Ja, wir haben gesagt, damit ihr auch die verschiedenen Stimmen hört, und wir haben auch teilweise unterschiedliche Interpretationen, das ist gut, ne? Weil das macht ja auch die Vielfältigkeit von uns aus, V, ne? Wie Vielfältigkeit, die Ambiguität im Wort, was man kaum irgendwie aussprechen kann, und das erstmal Englisch ist Ambiguity, dann auch noch zu wissen, wie man es zu betonen hat, das ist gar nicht so einfach. Und klar, ich habe als Organisationsentwicklerin irgendwann mal gelernt, wir brauchen Ambiguitätstoleranz. Das ist auch ein Begriff, den wir in der Coaching-Ausbildung zum Beispiel natürlich vermittelt bekommen. Und mehr denn je müssen wir genau diese Toleranz entwickeln, im Prinzip antizipieren, wahrnehmen. Eigentlich gibt es nicht mehr ein Entweder-Oder. Die Sache hat sozusagen, also 1 und 1 macht 3, so nach dem Motto. Es ist eben möglicherweise, je nach Perspektive, je nach Betroffenheit, je nach Kontext, kann das ganz unterschiedlich sein, wie ich etwas erlebe. Und das ist eine Herausforderung, weil unser Hirn will eigentlich Eindeutigkeit haben. Und an der Stelle, wenn ich euch frage, das Bild, was ihr seht, welches Tier seht ihr denn? Seid doch mal so freundlich und schreibt mal in den Chat, welches Tier seht ihr womöglich als erstes beim schnellen Blick in dem Bild, auf dem Bild, was da jetzt in dem Feld von Ambiguität steht? Ich lese Hase, nochmal Hase. Was noch? Vogel und Hase. Okay. Maus. Boah, das ist cool, eine Maus. Kommt selten vor. Gibt es noch was? Patrizia, genau, die Maus. Sehr gut. Ja. Michel, was sagst du? Du hast ja genau Vogel und Hase. Ich sehe es hier. Also, ich mache immer einen Scherz. Je nach Jahreszeit sind wir näher an der Ente. Stefan, genau. Sind wir näher an Weihnachten dran, wird es eher die Ente. Sind wir eher im Frühjahr und an Ostern dran, ist es vielleicht eher der Hase, den ich sehe. Ne? Weil ich meine, das lenkt vielleicht auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann. Ja, in der Tat, diese Bilder gibt es ja, wo man nicht eindeutig sagen kann. Es gibt auch da wieder kein richtig oder falsch. Ne? Wichtig, eher eine Möwe. Sehr gut. Eine Ente sehe ich auch bei Bedarf. Sebastian, danke, weil du warst auch gerade in der Küche. Man weiß, was bei dir im Backofen schmort. Ja, es geht wirklich einfach darum, auch wenn ich nicht weiß, was ist es denn genau, Fleisch oder Fisch oder irgendwie was Vegetarisches, ich muss bereit sein, ständige Überraschung irgendwie zumindest mal willkommen zu heißen und zu schauen, wie gehe ich damit um, was Stefan sagte, welchen Einfluss habe ich überhaupt, wo kann ich jetzt irgendeine Entscheidung treffen, bei einem Mangel an Vorhersehbarkeit und bei Fahren auf Sicht sozusagen. Und deswegen sagen wir auch beispielsweise diese ganzen Themen mit Forecast, ne? Eigentlich fast Bullshit so nach dem Motto, weil wenn dann maximal kurze Zeit spannen und vom Ergebnis aus rückwärts denken, ist zum Beispiel auch ein guter Umgang mit der Ambiguität. Ja, das so viel. Ich habe in Zoologie nicht aufgefasst. Danke, Stefan. Ja, eine kleine Lektion. Kleiner Nachhilfeunterricht. Uns geht es darum, dass ihr diese Herausforderungen versteht, und wir wollen genau deswegen auch nochmal jetzt weiterschauen. Wenn wir nämlich im Prinzip sagen wollen, wo wirkt denn VUCA? Es gibt leider eine ziemlich platte Antwort. Oder andersrum gefragt, eigentlich müssten wir fragen, wo wirkt denn VUCA nicht? Also wenn ich zum Beispiel als Organisationsberaterin unterwegs bin und auf ein Unternehmen schaue, kann ich sagen, es gibt eigentlich keinen Bereich, der davon verschont bleibt. Ne? Sei es wirklich die Strategie des Unternehmens. Was heißt für die Strategie? Wie verändert sich Kultur? Agiles Mindset, das ist ein Kulturaspekt. Was heißt fürs Management, auch fürs Leadership? Welche Instrumente sind wirksam? Es geht gar nicht mehr um hilfreich, sondern wirklich auch um wirksam. Und da, wie gesagt, wollen wir heute auch nochmal drauf gucken. Und Patrizia, da übergebe ich gern wieder an dich, denn du gibst uns die Gelegenheit, da mal jetzt das mehr auf den eigenen Kontext zu beziehen. Genau, weil interessant wird es dann, wenn du wirklich dir deinen Kontext anschaust und dir denkst, wo erlebst du aktuell Eigenschaften von VUCA in deinem beruflichen oder auch in deinem privaten Alltag. Und Michael, du hast eine Befragung da angelegt und vielleicht wollt ihr da mal anklicken. Ihr könnt mehrere anklicken. Vielleicht könnt ihr das mal unterscheiden, weil klarerweise sich die einzelnen Bereiche nicht so eindeutig trennen lassen, wie sie hier stehen. Aber vielleicht hast du so ein bisschen einen Impuls, wo erlebst du VUCA, in welchem Bereich? Ist es die Volatilität oder eher die Unsicherheit, die bei dir vorherrschend ist?
die Komplexität oder die Ambiguität. Und vielleicht könnt ihr die Folie weiterklicken. Genau, genau. Genau, genau. Das hilft vielleicht ein bisschen nochmal zur Verdeutlichung auch. Also wir haben uns gerade, die Hälfte haben etwa geantwortet schon, waren Kopf an Kopf Rennen. Ja, es ist wie beim Pferderennen gerade irgendwie, nicht, dass ich das verfolgen würde, aber die Komplexität liegt relativ weit vorne, gefolgt von der Unsicherheit und Ambiguität, ein Wort, was ich nie auszusprechen lernen werde wahrscheinlich, und Volatilität. Du hast es aber gut ausgesprochen. Ja, ich habe es ja ablesen können. Mach das mal, wenn ich einen Rotwein drin habe, das wird dann ganz schwierig. Ja, also das sind 10 Leute, ich lasse mal so 2-3 Sekunden laufen für die letzten Antworten. So, 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Also, das, wer das noch kennt, der weiß, wie alt er ist. Immer ganz grob, also Komplexität und Unsicherheit ist so die treibenden Faktoren. Ja. Das war so die Mehrfachnennung, wenn man das mal betrachten will. Genau, also Komplexität, mich überrascht es jetzt nicht so sehr, dass Komplexität am meisten genannt wird, weil wir erleben das immer, ach, ist das kompliziert, ist das komplex? Also wir machen oft mal so im Alltag die Unterscheidung nicht zwischen kompliziert und komplex, wobei es gibt da eine Unterscheidung, die wir immer wieder auch betonen, weil Komplexität hat mit dem Leben per se zu tun, ne? Wenn wir mit lebendigen Systemen zu tun haben und so sind eben Organisationen, dann haben wir es mit sehr komplexen Phänomenen zu tun, weil eben eine Kausalität nicht vorhanden ist. Ne? Du weißt nicht, wenn du A machst, was dann der Nächste tut damit, mit dieser Information. Also Menschen sind nicht steuerbar, Maschinen schon, deswegen sind Maschinen sehr kompliziert, aber komplex sind die Menschen. Vielleicht wollt ihr auch im Chat das ein bisschen präzisieren, was ihr damit gemeint habt. Das wäre interessant. Also aber gerne auch auf der Tonspur, wenn ihr das möchtet, oder auch im Chat vielleicht hineinschreiben, wo genau, oder ein bisschen das zu konkretisieren, wo dir Phänomene aus der VUCA-Welt begegnen und was das genau ist. Vielleicht nimmst du dir ein paar Momente Zeit und wir schauen mal, auch im Chat. Ich habe übrigens die Frage, die wir da gestellt haben, schon so aus Spaß ein paar Mal mit Führungskräften durchgespielt, und ich habe das Gefühl, dass da immer eine sehr eindimensionale Antwort kommt. Da, bei denen wäre jetzt die Volatilität das einzige Problem, weil unsicher ist eine Führungskraft per se nicht. Komplex verstehen sie trotzdem, auch wenn es komplex ist, und Ambiguität, ja, es gibt ja nur eine Wahrheit und das ist die eigene. Also wenn man so eine Umfrage macht, ich glaube, da kommt sehr stark drauf an, was man für eine Zielgruppe vor sich findet. Zumindest mal so meine Wahrnehmung, wenn wir da mit Führungskräften unterwegs sind, was ja nicht selten der Fall ist. Die fordern eigentlich nur die Geschwindigkeit ab, dass man entsprechend als Unternehmen mitfahren kann mit der Masse, ne? Oder mit den Schnellsten. Interessant, dass du das so sagst, ja, also dass das deine Vermutung ist. Wir haben die Umfrage jetzt nicht so zielgruppenspezifisch gemacht, und ich kann mir schon noch vorstellen, dass Ambiguität nicht gerne auch gesehen wird bei Führungskräften, weil oftmals dieses Denken ist, ja, es ist so und gar nicht, und es darf gar nicht anders sein. Also dieses, was wir auch sehr viel predigen, dieses Denken in einem sowohl als auch, kann natürlich auch unsicher machen, ja, und von Führungskräften erwartet man sich ja oft oder meistens Lösungen, und Führungskräfte erwarten sich das von sich selbst auch, Lösungen, die klar sind, die gar nicht ambig sind, ja, also eine Entscheidung, die ich treffe, sollte auch klar sein und dann nicht ambig, aber Entscheidungen zu treffen in einer ambigen Welt, das ist schon eine große Herausforderung, zu sagen, ich treffe die Entscheidung, dann stehe ich dazu, aber ich hätte sie auch anders möglicherweise auch treffen können und die wäre vielleicht auch irgendwie okay gewesen, aber eine Entscheidung, die mal getroffen ist, dann daran sollte man dann auch halten. Ja, und Patricia, ich möchte gerne noch ergänzen, weil Michael, ich finde es auch hochinteressant. Du beschreibst ja Menschen, die dafür bezahlt werden, zu steuern. Ne? Also ich meine, indem das Volatilität von der Börse vielleicht kennen, weil sie ihr Geld, ihre Jahresgehälter da auch vielleicht schon gut irgendwie anlegen können. Also weil es ist ein Begriff, der ja als erstes mit der Börse auch verbunden wird bei vielen Menschen. Und dieses wirklich, ich sitze im Driver's Seat, wie man so schön sagt. Ja, ich muss steuern. Ich kann es mir gar nicht erlauben, genau was Patricia eben ausgeführt hat, ne? Zu sehr in die Unsicherheit zu gehen, oder ich werde dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Das ist genau ja auch ein Credo von Führungstreffen, wo wir sagen, das ist eine
VUCA-Fitness entscheide, zu entscheiden. Ja, dennoch ist es, und das erlebe ich jetzt wiederum bei Führungskräften dieses Jahr, was sind die Konsequenzen meines Handelns und noch mehr, wie kann ich die Menschen mitnehmen, die ja dann letztlich diese Entscheidung sozusagen auch mal Gestalt und Ergebnis zuführen sollen. Das macht tatsächlich gewisse Unsicherheiten und da erlebe ich immer noch, es wird eher noch mal so im geschützten Raum kommuniziert, allerdings noch nicht so richtig irgendwie als, das ist nun mal einfach eine Kompetenz, auch Unsicherheit zuzulassen. Und so das Heldentum erlebe ich teilweise auch noch sehr stark in Unternehmenskulturen, wo also dieses Top-Down auch noch sehr stark vorherrscht. Und weil das ist ja auch ein Feld, in dem ihr, Michael, unterwegs seid, wo ihr Organisationen begleitet, auch wirklich in eine andere auch Führungskultur zu kommen, weil Unternehmenskultur davon maßgeblich geprägt wird. Ja, ich denke auch, dass man wirklich da differenzieren muss zwischen Führungskraft und Führungskraft. Also es gibt halt diese Lonely Ranger, die dann da wird bei der Volatilität das einzige Problem da sein. Wenn wir jetzt in großen Unternehmen, in großen Konzernen schauen, da haben wir gerade sehr viel Politik und jeder schützt seinen eigenen Rücken sehr stark. Da wird wahrscheinlich eher die Unsicherheit vorwiegen, weil man da halt eben nicht selbst entscheidet, sondern eigentlich immer so versucht, eine Entscheidung herbeizuwarten. Also das ist dann so die andere. Also ich glaube, da kann man ganz viele Perspektiven und Zielgruppen mal draufsetzen. Da kämen Ambiguität passend dazu wahrscheinlich verschiedenste Antworten raus. Mhm. Genau. Und du hast ja also den Lonely Ranger, also dieses Bild des Managers, der steuert, ja, also der Steuermann am Boot oder so. Und das ist ja so ein bisschen so der Gegensatz auch zu diesem zum Leader, ne? Also der motiviert, der mitnimmt, der auch zur Partizipation einlädt, auch ein anderes schwieriges Wort. Also der vielleicht auch mal sagen kann, es ist jetzt nicht eindeutig, ja, wo wir uns befinden, aber ich bin mutig genug, die Entscheidung zu treffen. Ja, und da entlaste ich dann auch mein Team, dass ich eine Entscheidung treffe und Zuversicht gebe. Patricia, wir haben noch, uns geht es ja darum, dass ihr zunächst, also im Change Management lernst du, guck doch erstmal, was los ist und dann, was ist zu tun und konkret, mit wem ist es auch zu tun. Und das ist ja, Patricia, auch das, was wir nochmal hier mitgeben wollen, als ja zunächst mal mit einer Standortbestimmung zu beginnen, sozusagen als eine Herangehensweise. Und Patricia, ich habe hier ja noch eine Folie, die zeige ich nochmal. Genau, also dieser VUCA-Quadrant ist eine hilfreiche Standortbestimmung, dass du mir überlegst, ja, also wenn du dich verortest, wo begegnen mir die meisten Herausforderungen und wie viele Informationen habe ich bereits zur Situation? Was ist mein Status quo? Was fehlt mir noch? Was muss ich denn wissen, um überhaupt zu einer Entscheidung zu treffen? Und nicht nur, was muss ich wissen, wen muss ich eventuell auch noch fragen? Besonders wenn ich in einer VUCA-Welt agiere, dann brauche ich auch möglicherweise andere Menschen, mit denen ich mich austausche oder die mir auch Informationen geben, die mir auch Feedback geben zu der Situation. Und auf der anderen Seite muss ich mir auch fragen, kann ich die Auswirkungen meines Handels denn abschätzen? Was passiert? Ich muss auch in Szenarien denken können. Was passiert, wenn ich A mache? Was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe und gleichzeitig auch wirklich reflektieren, wie wirksam kann ich sein? Also die Standortbestimmung ist einmal der erste Schritt, bevor ich zur Lösung übergehe, weil eine Lösung hat auch Konsequenzen. Über die sollte ich mir auch im Klaren sein, was löse ich denn aus mit meiner Entscheidung und im Sinne der Lösung. Aber wenn ich dann schon alle Informationen habe und mir auch zutraue, eine Entscheidung zu treffen und auch die Verantwortung dafür übernehmen möchte, dann ist es gut, wenn ich auch weiß, dass ich Optionen habe. Und es gibt ja sehr viele Denkimpulse, die uns auch allein VUCA aus dem Wort heraus uns geben kann, wenn wir VUCA positiv denken. Und ein paar davon möchten wir euch an dieser Stelle auch vorstellen. Genau. Ingo, und wir können nämlich genau hier nochmal auch den Fokus akzentuieren, den wir legen. Wenn wir sagen, glücklicherweise ist es nur VUCA, es gibt nämlich eine positive Belegung. Ingo, da lernen wir ein bisschen was von dir, ja? Ja, genau. 2007 hat Bob Johansson aus den USA eine
also diese positive Belegung von VUCA mal definiert. Und die Vision ist das erste, der erste Begriff für das V, nämlich der Zweck ist wichtiger als ein Plan. Gerade wenn wir uns in einer VUCA-Welt bewegen, verändert sich eben auch sehr viel und wir dürfen deshalb das Endziel, also das, was wir letzten Endes erreichen wollen, nicht aus dem Auge verlieren. Und einen Plan, ja, den kann man zwar machen, er ist auch notwendig, um die ersten Schritte zu gehen, aber wir können auch direkt davon ausgehen, dass sich ein Plan immer wieder verändern wird. Und den müssen wir auch immer wieder anpassen aufgrund dessen, was um uns herum alles so passiert. Und deswegen immer die Vision im Blick behalten und unseren Plan auf das Erreichen der Vision anzupassen. Das U wird übersetzt mit Understanding, also stoppen, schauen, zuhören, um Antworten zu kennen, verstehen, wo sind eigentlich die Probleme, zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich, um uns weiterhin Richtung Vision zu bewegen. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich Klarheit zu schaffen, also Clarity als Übersetzung für das C. Klarheit zu schaffen, wie ist es dazu gekommen und wie sind diese Reaktionen passiert? Was hat sich überhaupt alles verändert, um da einen möglichst guten Überblick zu haben und auch genau zu erkennen, was ist eigentlich passiert aufgrund dessen, dass wir irgendetwas getan haben? Also gerade wenn wir zu dem A kommen, Adaptability, Agility, also experimentieren, ausprobieren. Wir stellen Hypothesen auf, ne? Wenn wir das oder das Problem haben, wie könnten wir, wie würde ein möglicher Lösungsansatz aussehen? Und das setzen wir dann um und dann versuchen wir zu erkennen, was ist daran passiert, was war gut, was war schlecht. Gehen in die Analyse, versuchen zu verstehen, was da passiert ist, versuchen die Klarheit zu schaffen, um uns dann wieder mit einer neuen Schleife, mit einer neuen Hypothese wieder Richtung Vision auszurichten und da Schritt für Schritt immer unserem Ziel weiter entgegenzukommen. So. Genau. Danke. Und es gilt ja für euch alle, wenn ihr Fragen habt, die wir dann nachher natürlich auch nochmal beantworten, aber wenn ihr einen Impuls bekommt und ihr was dazu im Chat uns wissen lassen wollt, tut das gerne, denn wir haben natürlich noch ein paar mehr Denkwerkzeuge bzw. Ansätze, weil wir ja eben sagen, glücklicherweise ist es nur VUCA und es uns um Entscheidungs- und Lösungsstrategien geht. Und Stefan, da ist unser Köcher sozusagen ganz gut gefüllt mit einigen der Pfeile, die wir heute Abend mal kurz erwähnen können auch, ja. Genau, denn natürlich sind Eselsbrücken immer angenehm und ich kann natürlich Wörter einfach übersetzen und mir Buchstaben anders zusammenreimen. Das hilft immer in der schnellen Reaktion, aber dahinter steckt natürlich viel mehr. Und auch gerade wenn wir über Kontextkompetenz sprechen, gibt es natürlich noch andere Herangehensweisen. Und hier ist ein schönes Quadrat mal mit Beispielen, wie man dem eher negativ und ein bisschen eher einfach dem, oh Gott, da kommt irgendwas oder die Umwelt dreht sich schneller, als ich mich selber mal von in dem Film ja auch gesehen, mal so Denkanstöße, mit denen ich womöglich agieren kann. Ja, Vision hatten wir gerade schon, ja, Sinnstiften ist mir klar, wofür ich etwas tue und dann sind Schwankungen im Markt auch plötzlich gar nicht mehr so schlimm, wenn halt allen Beteiligten klar ist, in der Mannschaft, in der Firma, in der Abteilung, ja, wozu schuften wir eigentlich und was ist eigentlich die Idee, die wir am Ende auch erreichen wollen. Ja. Wenn es draußen unruhig wird, muss es innen ruhig sein. Also schaffe ich einen Rahmen, der Motivation ermöglicht. Ne? Die Führungskraft hat nicht die Aufgabe, jeden Tag mit der Luftpumpe rumzugehen und Motivationsspritzen zu verteilen. Das hat noch nie funktioniert, aber gibt es innerhalb des Unternehmensorganisationen einen Rahmen, in dem Mitarbeiter sich einbringen können, ich wollte fast sagen, nicht ausleben können, aber ihren Job machen können. Ja, und wenn es dann draußen unruhig ist, okay, aber ich brauche zumindest die innere Klarheit, auch wenn die Umwelt da draußen womöglich etwas unklarer ist. Ja. Unsicherheit lernen auszuhalten. Ja, ich kann nicht alle Entscheidungen, die ich treffe, ja, bis nach der dritten Kommastelle im Vorhinein prognostizieren, aber ich kann überlegen, worauf zahlt es ein, Kontexte zu verstehen, kurzfristige Unsicherheiten auszuhalten, wenn mein Long-Term, wenn meine Metasicht sagt, okay, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Ja, es wird nicht jeden Tag immer die Sonne scheinen, das wissen wir im Leben auch, das ist im Organisationskontext genau das Gleiche. Deswegen geht es darum, dass VUCA-Facilitator, dass Führungskräfte mit dieser Kompetenz Kontexte, Situationen, komplexe Situationen erkennen und womöglich einschätzen und noch bestenfalls auch verstehen können. Vom Ergebnis her denken, Stephen Covey, with the end in mind. Ja, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, wenn ich die Idee habe, wie ein Endergebnis aussehen kann,
fällt es mir leichter, mit zwischenzeitlichen Unsicherheiten auch umzugehen. Also einmal zwei Beispiele aus dem Block der Unsicherheit. Ja, Komplexität, eben schon angedeutet, ja, was wirkt eigentlich alles hier aufeinander? Patricia hat so schön gesagt, immer dann, wenn Menschen im Spiel sind, wenn Menschen zusammen agieren, bin ich per se in einer komplexen Situation, in einem sogenannten sozialen System. Das ist halt nicht kausal steuerbar. Also geht es darum zu erkennen, was passiert hier eigentlich bei mir in meinem Laden? Habe ich die Kompetenz als Führungskraft zu erkennen, warum die A mit dem B nicht so richtig und der C aber das hat und der D keine Informationen teilt? Das sind typisch komplexe Situationen, weil in einer Organisation halt ganz verschiedene Wirkmechanismen aufeinandertreffen. Von den Stakeholdern, von den Mitarbeitern, von den Kunden, von den Führungskräften, von dem Ergebnis-EBIT. Ja, alles wirkt irgendwie zusammen. Erkenne ich das und kann ich damit auch umgehen? Und gerade dann, wenn es Dynamiken gibt in diesen komplexen Situationen, herrscht ein Rollenkleid bei mir in meinem Team. Ja, wie das Sportbeispiel. Ja, Mannschaftssport ist ein per se komplexes Gebilde. Und erst die Idee, Positionen, Funktionen und Rollen zu vergeben, bringt so ein bisschen Klarheit. Ich will Komplexität nicht reduzieren, denn das kann ich per se gar nicht. Aber ich kann über klare Rollen und Zusammenarbeitsmechanismen für mich Ideen entwickeln, wie ich dieser Einwirkung von Schiedsrichter, Wetter, Regen, Gegner, Trainer, Papierkugel, ja, und Rückstand irgendwie auch gerecht werden kann. Und Ambiguität, weitere von schon gesagt, Ambiguitätstoleranz, anzuerkennen, dass es nicht immer nur schwarz oder weiß gibt. Es gibt sowohl als auch. Der Weg linksrum kann gut sein, der Weg rechtsrum kann gut sein. Ich weiß es vorher nicht. Es ist mehrdeutig. Es kann gut sein, dass der eine Mitarbeiter sich beschwert, weil der denkt ja mit und der will ja was erreichen. Es kann auch total unklar für mich sein, weil, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Ja, es gibt Situationen, die sich nicht total klar als einzigartig darstellen oder als total klar einschätzbar darstellen. Damit muss ich umzugehen lernen. Ja, und wenn ich den Kontext verstehe, trotzdem auch daraufhin wieder eine klare Entscheidung treffen. VUCA-Kompetenz heißt für uns beim VUCA-Facilitator vor allem Entscheidungen unter Druck, unter Unsicherheit, in unklaren Verhältnissen immer wieder so zu treffen, in der Situation für mich das Beste, für die Organisation am besten, im nicht hundertprozentigen Wissen, was am Ende dabei rauskommt. Agil hat Ingo gerade auch gesagt, Fact and Adapt, immer wieder vorarbeiten, iteratives Vorgehen, nicht 100 Jahre im Vorfeld planen, sondern was kann ich beeinflussen, wie ist der nächste Sprint, was sind die Aufgaben, die ich einhalten kann, werden die retrospektiv beobachtet, ja, gibt es daraus ein Learning, ja, das gibt es und dann arbeite ich mich vor. Das mal als ein paar Denkwerkzeuge, um das, was von außen womöglich unangenehm wirkt, in kleinen Teilen sehr wohl verdaulich aufzubereiten und immer an den nächsten Schritt zu denken, denn den habe ich unter eigener Kontrolle. Ja. Stefan, danke dafür. Und ich will noch ergänzen, einiges davon werdet ihr so gedanklich irgendwie abgehakt haben. Machen wir doch schon. Ist doch ein alter Hut. Und das ist tatsächlich auch nochmal ganz relevant. Es ist nicht per se was Neues, was wir jetzt hier mitgeben an Lösungen, ja, oder an Werkzeugen. Das Neue ist, dass wir sagen, so eine VUCA-Kompetenz erfordert es, eben die Dinge auch intelligent zu verbinden und mal was auszuprobieren, was man vielleicht in einem Bereich nie für möglich gehalten hätte, weil so nach dem Motto, das ist doch zweckgebunden. Nee, den Zweck generiert ihr ja selber jetzt, ne? Den Sinn gebt ihr ja selber auch. Und zum Beispiel Kompetenzabgleich, das kann wirklich auch bedeuten, es gibt gerade in Organisationen so viele Menschen, die haben außerhalb ihrer Jobrolle so viele Kompetenzen, die kommen nie zum Tragen, die werden weder abgefragt, noch werden die Menschen auch ermutigt, sie vielleicht ungefragt einzubringen. Und wenn wir das sagen, wir nehmen auch hier wieder den Menschen viel mehr als Ganzes mit rein, ja, weil wir gucken auch als Führungskräfte, wir müssen Rahmenbedingungen sein, dass Menschen halt da wirklich, wie Stefan es sagte, zum Strahlen kommen und das Beste irgendwie von sich geben wollen, nicht müssen, sondern wollen. Das ist eben auch etwas, was zum Beispiel auch einen Einfluss auf die Personalentwicklung hat, wenn man da drauf guckt. Also viele klassische Bereiche in den Organisationen dürfen durchaus Instrumente, die bekannt sind, nutzen sie allerdings möglicherweise auch jetzt mit einer anderen Wirkung nochmal in den Einsatz bringen. Ja. Und deswegen sagen wir auch, es gibt zum einen Change Management, wir wollen Vergangenes verbessern. Es gibt auf der anderen Seite aber auch die Transformation. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze, weil Transformation ist vom Ende her gedacht, von der Zukunft her gedacht, ist mehr das Kreieren auch von was Neuem. Und allerdings kann uns das behilflich sein, was Neues zu kreieren durch das, was uns vielleicht schon ermöglicht wurde, wo wir schon Erfahrungen haben und das Ganze eben auch dann in diesem iterativen Vorgehen mal ausprobieren. Michel, da sind wir ja genau auch in dem Metier, in dem ihr euch als Organisationsbegleiter bewegt. Hm?
Wenn du irgendwas zu beitragen willst, gerne gib ein Zeichen. Der Raum ist natürlich auch da. Alles gut, passt wunderbar. Ich lasse euch mal gerne weitermachen. Ja, okay, danke schön. Ja, wir haben heute schon in dem Film den Peter Drucker gehört. Ja, ist ja auch, Patricia, fast ein Landsmann von dir, ne? Ein US-amerikanischer Ökonom österreichischer Herkunft. Ich mag ihn sehr gerne. Das Zitat von ihm ist nicht neu, aber aktueller denn je. Und der schließt im Prinzip auch ein bisschen an unseren Albert Einstein an, der schon mal gesagt hatte, dass die Denke, die das Problem kreiert hat, ne, die Art zu denken, wie wir zu dem Problem kamen, wird wahrscheinlich das Problem nicht lösen, beziehungsweise ist wahrscheinlich ausgeschlossen, dass dieselbe Denke das Problem auch lösen wird. Und der Peter Drucker sagt halt eben auch, die größte Gefahr in turbulenten Zeiten und VUCA-Zeiten sind turbulent. Und das sind eigentlich auch keine vorübergehenden Zeiten. Ich finde auch den Begriff VUCA-Zeiten kann man diskutieren. VUCA-Welt ist vielleicht passender oder Phänomene von VUCA wirken. Also auf jeden Fall in diesen Zeiten im Prinzip mit derselben Logik heranzugehen, ja, die gestern noch hilfreich war, die gestern noch wirklich passend war. Ja, man darf sich nicht wundern, dass wir uns womöglich abarbeiten und irgendwie nicht von der Stelle kommen, weil diese Logik zu verstehen, womöglich diese neue Logik zu verstehen und dann auch mit einer anderen Art zu denken heranzugehen, ist dann eben auch VUCA-fitter. Und sozusagen immer wieder dasselbe zu tun und sich darüber zu wundern, dass dasselbe Ergebnis rauskommt und nichts anderes, das kennt ihr ja auch, das ist eben auch eine Erkenntnis. Also wenn ich andere Ergebnisse will, darf ich in dem Fall auch anders herangehen. Und wir sagen ja, glücklicherweise ist es nur VUCA. Denn im Endeffekt, wir wollen es nicht verharmlosen, denn ich glaube wirklich, viele Parameter haben extrem zugenommen und die Art der Überforderung, die uns trifft, die tut was mit uns. Und Resilienz, Achtsamkeit sind auch definitiv zwei Kompetenzen, die es sowohl für die Organisation als auch für die Menschen zu entwickeln gilt noch, ja. Nichtsdestotrotz fand ich das Zitat da von dem Ian Morris sehr schön, der sagt, Geschichte ist eine Folge von Anpassungen an eine Welt, die uns immer wieder vor neue Probleme stellt. Und so, wie wir schon eingangs gesagt haben, Covid-19, man kann es mögen, man kann es hassen. Das Gute im Schlechten, sagen wir im Coaching auch, ja, wirklich zu schauen, wo liegen unsere Möglichkeiten, wie können wir zu dieser Haltung kommen. Glücklicherweise ist es nur VUCA und jetzt lasst uns mal gucken, was wir daraus machen. Und in der Facilitation sagen wir, ermutigen, ermöglichen, ermächtigen, ja, wo liegen da noch womöglich ungenutzte Ressourcen und gerade in so einem Austausch wie heute, wo kann man sich auch mal begegnen und kann eben auch gemeinsam mal die Dinge betrachten und nach vorne schauen, das ist eben genau das, was wir immer wieder, wozu wir immer wieder ermutigen möchten. Uns auch danke, Michel, nochmal für die Gelegenheit darüber freuen, das heute hier auch in dieser Runde tun zu können. Und damit sind wir auch schon am Ende dessen, was wir vorbereitet haben. Wir möchten gerne auf jeden Fall noch die Fragen beantworten, die da sind. Und Michel, an der Stelle übergebe ich zunächst erstmal an Studio Aschaffenburg, an deine Moderation und danke für die Gelegenheit und erstmal die Aufmerksamkeit und die Interaktion in dieser Runde bisher. Ja, ich danke euch erstmal. Ich fand es einen sehr spannenden Vortrag. Ich glaube, besonders interessant wird es dann, wenn wir wirklich das mit Praxisbeispielen dann wirklich belegen können und sehen, was heißt es denn konkret. Ich finde es total spannend, wenn man sich bekannte Führungskräfte, gibt es ja doch ein paar, die auch polarisieren, aber mal genauer betrachtet und dann mal versucht, das gegen solche Modelle, wie ihr es ja auch entwickelt habt, also das ganze Thema VUCA mal ins Positive zu drehen und um das als Ansatz zu nehmen, von wegen, wie ist das denn der Lösungsansatz daraus? Mhm. Also ein Elon Musk zum Beispiel ist einer, der mich total fasziniert. Man kann ihn menschlich finden, wie man möchte, aber als Typ finde ich ihn unheimlich interessant und auch mit welcher Stringenz und mit welcher Fokussierung er halt eben auch Ziele verfolgt. Und ich glaube, der ist natürlich in vor allen Dingen in Bereichen unterwegs. Also viel mehr VUCA geht da gar nicht. Also Rakete mal bauen, so aus Spaß, oder Elektromobilität in die Richtung schieben, dann zu sagen, ach, weißt du was, Straßen sind langweilig, wir bauen noch einen Tunnel außenrum. Also ich finde den Typen faszinierend, weil der ist natürlich einer, der sich in diesem Metier brutalst viel bewegt und auf und auch positioniert. Und vielleicht ist es mal auch als Anschub in die Diskussion, die wir jetzt gerne führen. Wir machen jetzt ja auch einen Stopp von der Aufzeichnung mit dem Ziel, dass wir dann auch ein bisschen ungestört reden können. Das ist ja immer so ein Hemmnis, wenn man weiß, das Video ist dann auf YouTube zu sehen.
Von daher beenden wir das Ganze jetzt gerade mal an der Stelle.